Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von meinem großen Dusty Rhodes Tag Team Classic Weihnachtsspecial. Heute sehen wir das Match zwischen Edge und Christian gegen The New Day, bestehend aus Big E und Kofi Kingston. Und ja, es ist passiert. Ich habe mich so auf Edge und Christian gefreut und ich kann sie nicht steuern, weil ich 2-3 beim Würfeln verloren habe. Wir müssen Big E und Kofi Kingston spielen. Und das ist einfach, weiß ich, ich hätte so Bock drauf gehabt, endlich mal wieder mit Edge zu spielen. Mit dem habe ich so viele Matches bestritten in diversen anderen Wrestling-Spielen. Und dieses Jahr echt noch gar nicht. Und jetzt wäre endlich die Chance da gewesen und das Würfelglück verlässt mich ausgerechnet bei diesem Match, wo ich Lust drauf hatte. Mann, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie dieses Match endet. Noch ist ja nichts entschieden. Also ich habe ja schon 2 Matches verloren. Wo eigentlich eine ziemliche Überraschung war, dass wir dieses Match verloren haben. Habe ich ja gestern schon mal gesagt. Wie gesagt, das Match gestern, das war das allergrößte Highlight. Sorry dafür, wenn es wirklich... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte keinen Einfluss darauf. Das Ganze ist hier in so einem Turnier erstellt. Und deswegen blieb mir gar nichts anderes übrig, als dieses Match euch dann so zu zeigen. Ich hätte sonst das ganze Turnier neu erstellen müssen. Habe es gestern schon mal gesagt. Aber ist egal. Heute neuer Tag, neues Glück. Wir sehen, wie der Rated R Superstar auf dem Weg zum Ring ist. Ja, Edge ist echt, der war so in, ja, in seit 2006, New Year's Revolution, war der Pay-Per-View, glaube ich, wo er sein Money in the Bank Koffer eingelöst hat, war er für mich einfach, der war für mich mein, das war mein neuer Lieblingswrestler ab diesem Moment, obwohl er kein Face war. Das war für mich der Moment, wo ich zum ersten Mal einen Bösewicht angefeuert habe in der WWE. Also in der WCW gab es das schon öfters. Aber es war eben in der WWE das erste Mal. Und er war einfach was Besonderes. Er hat John Cena seine lange, anstrengende Titelregentschaft beendet. Und war einfach mit Lita ein richtig, richtig gutes Duo. Und dann war es natürlich sehr schade, als nach WrestleMania Edge seine Karriere nach dem Match mit Alberto Del Rio beenden musste, weil sein Körper es nicht mehr mitgemacht hat. Weil Edge war einfach, der war am Mikrofon gut, der war im Ring gut. Was der für Matches schon hat hier mit Christian, gegen die Dudley Boys, gegen die Hardy Boys, das muss man alles gar nicht erwähnen. Das ist einfach jeder, der Wrestling-Fan ist, der weiß das, glaube ich, mittlerweile. Und wenn ihr es nicht wisst, ihr habt ja mich. Also schaut euch unbedingt alte Matches an mit Edge und Christian gegen die Hardy Boys, gegen die Dudley Boys. Das ist einfach, da gab es einfach kein schlechtes Match. Das war alles von vorne bis hinten richtig, richtig gut gemacht. Besonders eben die Tabled Matches. Also die sind einfach unvergessen. Und wenn man sich wirklich mal anschaut, was das für geniale, was das für einfach eine Hammer-Tag-Team-Szene war, ist es umso trauriger, dass die WWE mittlerweile einen Feuchten darauf gibt, dass in der Tag-Team-Szene nochmal irgendwas Exklusives passiert. Irgendwas, was mal so einen Wow-Effekt auslöst. Klar, bei den WrestleMania oder bei den Pay-Per-Views generell, da überraschen diese Matches auch mal. Einfach, aber wahrscheinlich der Grund ist da einfach, die Erwartungshaltung ist in diesen Matches nicht so hoch. Da setzt man die Erwartung eher in so ein Main-Event oder so und hofft, dass die gut werden. Und wenn die dann so ein Match raushauen, der Main-Event ist nicht das, was man sich vorstellt, dann ist das klar, dass das einfach im Gedächtnis bleibt. Und ja, dann auch mal hier das Potenzial dazu hat, so ein Match of the Year zu werden. Oder zumindest im engeren Kreis. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie The New Day zum Ring kommt. Konnte ich leider nicht einstellen, dass der gute alte Xavier Woods mit dabei ist, weil es eben nur ein 2er-Tag-Team-Turnier ist. Manager oder so kann man da leider nicht einstellen. Gut, ich hätte es noch anders lösen können. Ich hätte einfach nur den Turnierbaum einstellen können und dann hätte ich die Matches anders generieren können. Aber ich wollte ja eben sehen, ob halt was passiert, wenn man dieses Dusty Rhodes Turnier dann gewinnt, ob man dann Pokal oder irgendwas bekommt. Und deswegen habe ich das Ganze so erstellt. Wir haben gar keine Cornflakes dabei, das ist da eigentlich auch mal schade. So, machen auf jeden Fall draußen gut Party. So, und ab geht's in den Ring. Und ich müsste eigentlich aus Protest, müsste ich eigentlich jetzt verlieren absichtlich. Aber ich mach's nicht, weil gestern, das tut mir echt bis heute noch leid. Seit gestern tut's mir bis heute leid, wie dieses Match geendet ist. Und hoffe wirklich, dass die KI, dass die so einen Mist nicht mehr macht. Denn sowas will ich bei so einem Special nicht bringen. Sowas habe ich letztes Jahr gemacht, wenn ich keinen Bock mehr gegen die Brock Lesnar Matches hatte. Da war es mir dann egal.
wenn ich gefrustet war, wenn du dann innerhalb von einem Ingame-Monat nur gegen Brock Lesnar antreten musstest. So, los geht's. Und Big E direkt mal gegen Edge am Start. Oh, hier, guck mal hier. Zeigen wir, dass man ein Heel-Tag-Team war. Oh, Big E dreht direkt mal richtig auf. 33% haben wir. Und das ist einfach groß. Warum hat er 0%? Warum macht Edge nichts? Oh, jetzt der erste Reversaler. Ein Reversen direkt mal 10%. Und 18%. Das ist halt WWE 2K18. So, sehr schön. Der ist gut gelungen. Mal schauen, ob wir jetzt mal Kofi in den Ring bringen. Ja. Wer ist in dem Match euer Favorit? New Day oder Edge und Christian? Ich glaube, wahrscheinlich die meisten Jüngeren sind wahrscheinlich eher auf dem Trip von New Day. Jawohl, der ging zwar eigentlich halb schief, aber ich habe ihn trotzdem noch getroffen, was entscheidend war. Und Kofi einfach schon mal 46%. Warum ist Edge denn so schlecht, Mann? Das ist ja erschreckend. Ey, das ist der Rated R Superstar, ein ehemaliger Champion. Und wir rasieren den hier voll. Und der Ringrichter geht K.O. Und schöner Hurricanrana. Was ist denn hier? Wo haben wir denn das Problem, Edge? Nein. Und Edge, ist das jetzt die Chance zum Wechsel mit Christian? Ich glaube ja. Kofi gegen Christian gab es doch bestimmt in der WWE. Weil Christian ist doch noch nicht so lange inaktiv. Und Kofi hatte ja damals sein Jamaika-Outfit oder sein Jamaika-Style. Also das gab's doch bestimmt mal. Budio! Jawohl! New Day Rocks! New Day Rocks! New Day Rocks! Im Moment leider zu viel. Ah, shit! Nein! Ich hab ja ein Signature, das hab ich irgendwann nicht gesehen. Hörst du auf mal hier? Warum hat er eigentlich 62%? Nein! Muss ich mir vorstellen, der hat mehr Prozente, obwohl er ein bisschen erst im Ring ist, als Edge, der seit Anfang an drin war. Nein, zu spät. Das gibt's doch nicht, Mann! Alter, das war aber jetzt richtig knapp. Hat Big E auch ganz schön Vertrauen in mich gehabt. Heieiei, jetzt müssen wir mal hier aufdrehen. Jawohl, schöner Move. Und der Pin-Versuch. Eins, zwei und... Jawohl. Mann, mein Signature ist weg. Wir hatten Oh My God Move, das will ich mir jetzt noch nicht zeigen. Und genau, Big E. Das ist auch wieder so ein Quatsch Move. Das ist doch eigentlich das, was Xavier Woods immer macht, oder? New Day Rocks. New Day Rocks. Und da ist er weg. Oh nein! Und raus mit ihm! New Day! New Day Rocks! Und jetzt haben wir ein Signature! Jawohl! Oh, jetzt schauen wir mal, ob wir den hinbekommen, den Oh My God Move.
Alter, natürlich. Das ist doch voll der Schwachsinn gerade gewesen, dieser Reversal. Richtiger Blödsinn. Warum schleudert er ihn denn gerade nicht da unten in die Ecke? Jetzt geht's auf einmal. Und jetzt kommt der Oh My God Move. Aber wir haben zwei. Das ist, glaube ich, New Day exklusiv. So wie The Shield die Triple Powerbomb hat. So. Rinder. Komm raus mit dir, Big E. Und da ist der Tag Team Finish. Und jetzt schauen wir, ob wir das Match schon beenden können. Das ist Schwachsinn. Das ist die völlig falsche Seite. Und ist das die Entscheidung? Jawohl. New Day sind leider weiter, muss ich sagen. Aber das ist einfach, das muss man so machen. Nur so klappt das mit den Tag-Team-Finishern. Also, Match ist rum. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wenn ihr zufrieden seid, dass The New Day gewonnen haben. Wenn ihr unzufrieden seid, dass The New Day gewonnen hat. Einfach lasst euch aus in den Kommentaren. Könnt auch gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, den einen oder anderen von euch dort anzutreffen. Meine Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, wir sind dort ebenfalls verlinkt. Also sollt ihr dort irgendwo registriert sein, wäre es sehr, sehr cool, wenn ihr mich da irgendwie unterstützen könntet, mir ein Follow hinterlassen könnt, ein Like. Wäre eine coole Aktion von euch. Sollt ihr das erste Mal hier sein, jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge meiner WWE 2K18-Karriere. Um 17 Uhr gibt es momentan das Tag-Team-Weihnachts-Special. Also gibt eine Menge WWE-Material aktuell bei mir auf dem Kanal. Außerdem noch FIFA 18, NHL 18, Fortnite, Battle Royale. Ich habe sogar schon mal gewonnen, also ich bin nicht ganz so doof in dem Spiel. Also wäre sehr cool von euch, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet und mir einfach mal ein Abo hinterlasst. Also damit danke ich schon bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. Und dann ohne Sprachfehler. Haut rein.